Amadeo Modigliani, Jeanne Hébuterne. Er, der bahnbrechende Erneuerer des Porträts. Sie, das berühmte Gesicht, das seine Leinwand für immer festgehalten hat. Eine Silhouette, schweigend, rätselhaft. Ein Abbild der Visionen des Malers. Auch Jeanne ist Künstlerin. In ihrem Werk versucht sie, sich von seinem Einfluss freizumachen. Amadeo und Jeanne, das sind 3 Jahre einer kometenhaften Leidenschaft und des intensiven Schaffens. Es ist aber auch die Geschichte zweier gequälter Seelen, die bis in den Tod durch die Liebe und die Kunst untrennbar verbunden sind. Paris, 25. Januar 1920, 7 Uhr vormittags. Rue Amiot Nummer 8. Eine Frau wird tot auf dem Gehsteig gefunden. Passanten haben sie aus dem 5. Stock fallen sehen. Niemand kann sich erklären, was passiert ist. Die Frau ist Jeanne Hébuterne. Wie konnte sie so sterben? Sie war 22 und im 8. Monat schwanger. Die kleine Jeanne ist ein Musterkind, fröhlich und interessiert an allem. Eine Schönheit, die jeden bezaubert. Sie wächst in einer gutbürgerlichen katholischen Familie auf. Jeanne und ihr älterer Bruder André sind unzertrennlich. Wie er begeistert sie sich früh für Kunst. Seit sie ein Kind ist, sind sich alle einig, dass die Kleine eine außergewöhnliche Gabe hat. Mit scharfem Blick das Alltägliche auf dem Papier zuzuspitzen. Ihre Hefte enthüllen Seite für Seite das intime Tagebuch eines sensiblen Mädchens. Aber hinter dem Bild einer glücklichen und liebenden Familie ragt der Schatten eines autoritären und cholerischen Vaters. Jeanne zeichnet eine Welt, die unter dem Gewicht der Konventionen erstickt. Ich setzte mich auf die kleine Treppe zur Straße, um die Passanten zu beobachten. Paris 1914. Jeanne spielt noch in den Kleidern ihrer Mutter. Modigliani ist gerade 30 geworden. 10 Jahre zuvor hat er sein Geburtsland Italien verlassen. Da beginnt der Krieg. Seine angegriffene Gesundheit erspart ihm das Gemetzel und das Grauen der Schützengräben. Aber sie zwingt ihn auch, seine erste Leidenschaft, die Bildhauerei, aufzugeben. Der Staub hat seine Lunge verstopft. Und so verlegt er sich aufs Malen. Er träumt davon, sich im Pariser Künstlermilieu, das vor Kreativität nur so brodelt, einen Namen zu machen. Alles inspiriert ihn. Vor allem die sogenannten primitiven Künste. In den afrikanischen Masken entdeckt er fasziniert die Vereinfachung der Formen. Amadeo ist auf der Suche nach einem Gesicht, der perfekten Figur, in der alles verschmilzt, was an der primitiven und der antiken Kunst schön ist. Er sucht die Wahrheit der Seele in der menschlichen Gestalt. Mit einem Auge beobachtet man die äußerliche Welt. Mit dem anderen blickt man in die Tiefen seines Selbst. Auf der Suche nach seinem Stil zieht er von Atelier zu Atelier. Mal wohnt und arbeitet er im Bateau Lavoir, dem Waschschiff einer Künstlerkolonie auf dem Montmartre, mal im La Ruche, dem Bienenkorb im Stadtteil Montparnasse.
Hier lebt die Bohème ohne Geld und ohne feste Adresse. Es ist eine prekäre Existenz, aber sie sagt Amadeo zu. Er trifft zahlreiche Maler, Schriftsteller, Dichter. Aber er träumt auch davon, eines Tages von seiner Kunst wirklich leben zu können. Er porträtiert den Spanier Pablo Picasso, den er um sein Talent beneidet. Den Mexikaner Diego Rivera, der ihn eine Zeit lang bei sich aufnimmt. Den Litauer Chaim Soutine, mit dem er durch die Bars zieht. Den jungen Dichter Jean Cocteau. Den Polen Moise Kiesling. Oder auch den Schriftsteller Blaise Cendrars. Paris ist ein einziges Fest und Amadeo lässt nichts aus. Aber überall, wo er hinkommt, eckt er an. Vor allem geht ihm auf die Nerven, wie die Franzosen seinen Namen aussprechen. Ich bin Modigliani, ich bin Jude und ihr könnt mich mal. Wenn er trinkt, ist er schnell gereizt. Er liebt die Provokation und zögert nicht, ein Porträt umzuarbeiten, wenn ihm jemand widerspricht. Sein arroganter Blick und sein maßloser Stolz bringen ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Nach und nach versinkt Amadeo im Opium und im Haschisch. Er verschließt sich in seiner inneren Welt voller selbstzerstörerischer Obsessionen. Die Drogen sollen ihn betäuben, denn Modigliani ist krank. Seit er sich erinnern kann, war der Schmerz da, der Tod. Allgegenwärtig, bedrückend. Typhus, Rippenfellentzündungen, Tuberkulose. Eine Kindheit voller Leiden. Der kleine Dedo, wie ihn seine Mutter nennt, ist ein Überlebender. Und der Mutter ist nichts zu schön für ihr geliebtes Kind. Sie reist mit dem Jungen nach Venedig, Florenz, Rom. Es sind Auszeiten voller Zauber, in denen Amadeo die Kunst der Renaissance entdeckt. Werke, die seine Vorstellungswelt für immer prägen. Und so weiß er schon früh, dass er Künstler werden will. Er studiert an den Kunsthochschulen von Venedig und Florenz. Mit 22 geht er nach Paris, überzeugt, dass er eines Tages berühmt sein wird. Paris 1916. Jeanne ist inzwischen 17 Jahre alt und auch sie träumt davon, Künstlerin zu werden. An der Akademie Colarossi studiert sie Malerei und Zeichnung. Mit ihren kastanienbraunen Haaren und ihrer milchweißen Haut fasziniert sie Maler und Bildhauer. Sie nennen sie die Kokosnuss. Ihr selbst ist es nicht bewusst, aber sie wird zur Muse für viele Künstler. Unter ihnen der Maler Fujita. Und in diesem Milieu der Avantgarde begegnen sich eines Tages Jeanne und Amadeo. Beim ersten Blick weiß sie, dass er eine Ausnahmeerscheinung ist. Er ist 17 Jahre älter als sie. Aber sie verliebt sich in diesen charismatischen Verführer, der auf den Terrassen der Cafés Baudelaire und L'Outremont rezitiert. Für Amadeo ist Jeanne das Gesicht, nach dem er seit Jahren gesucht hat. Sie zeichnen einander. Es ist der Beginn einer großen Liebesgeschichte und einer gegenseitigen künstlerischen Befruchtung. Mit Jeanne findet Amadeo zu sich zurück, zu einer Sorglosigkeit, die er in den vergangenen Jahren verloren hatte. Sie entdeckt mit ihm die Leidenschaft, den künstlerischen Elan und vor allem die Freiheit. In Jeannes Familie stößt die Beziehung jedoch auf Missbilligung. Ihr Bruder André dient mittlerweile als Soldat.
Er ist eifersüchtig auf die Bewunderung, die seine Schwester diesem extravaganten Maler entgegenbringt. Für ihre Eltern ist Modigliani zu italienisch, zu arm und vor allem zu jüdisch. Juli 1917. Ohne ein Wort packt Jeanne ihre Koffer und verlässt endgültig das Haus ihrer Eltern. Sie will mit Amadeo zusammenleben. Für die Ebuterns kommt das einer Entführung gleich, denn Jeanne ist noch minderjährig. Die junge Frau zieht in das Atelier, das Modigliani in Montparnasse in der Rue de la Grande Chaumière gemietet hat. Die beiden Liebenden verbringen die Tage mit Malen, Zeichnen, miteinander oder nebeneinander. Der Vermieter der Wohnung, die den beiden als Atelier dient, ist ein Pole, Leopold Sporowski. Er ist Dichter und Kunsthändler und immer auf der Suche nach neuen Talenten. Amadeo malt ihn, das Porträt zu 10 Francs. Sporowski ist sicher, er hat es mit einem Genie zu tun. Er setzt auf diesen Künstler, von dem es heißt, er sei ebenso starrsinnig wie ungezügelt. Er bietet Amadeo einen Vertrag an, 15 Francs pro Tag, wenn ihm Modigliani seine gesamte Produktion überlässt. Amadeo macht Jeanne zu seinem Lieblingsmodell. Von nun an weigert sie sich, irgendwem sonst Modell zu sitzen. Sie wird seine Muse. Sein lebendes Material, sein Gegenstand. Sie wird zu seiner Vision einer Frau mit gelenkter Silhouette, langgezogenem Hals und seltsamen blauen Augen ohne Pupillen. Um arbeiten zu können, brauche ich ein lebendes Wesen, das ich vor mir sehen muss. Wenn ich deine Seele kenne, werde ich deine Augen malen. Amadeo malt sie wieder und wieder, wie besessen. Mit ihren vollen Lippen, dem kräftigen Hals und dem runden Gesicht entspricht sie keineswegs dem Wunschbild des Malers. Die junge Frau erkennt sich nicht wieder. Also porträtiert sie sich selbst. Sie beginnt zu malen. Paris, seine Dächer, das Alltägliche inspiriert sie. Jeanne verlässt das Atelier nur selten. Sie malt nie im Freien. Sie sieht die Welt durch ihr Fenster. Es rahmt ihren Blick und hält das Draußen auf Distanz. Unter Amadeus Einfluss wendet sie sich dem Porträt zu. Manchmal malen die Liebenden das gleiche Modell. Sie nähert sich der äußeren Erscheinung über die Details, den Hintergrund. Modigliani arbeitet skizzenhafter, direkter. Er will nur das Gesicht. Dennoch ähneln sich ihre Bilder in den Formen, in der Pinselführung. Ob in der Liebe oder in der Kunst, die beiden inspirieren einander, verwirklichen sich. Das Paar arbeitet viel, verkauft aber nichts. Das bisschen Geld, das Amadeo verdient, setzt er sofort in Alkohol um. Wer ihm ein Glas spendiert, bekommt von ihm dafür ein Bild. Und manchmal enden seine trunkenen Nächte vor der Tür seines Mäzens, in der Hoffnung, einen Vorschuss zu erhalten. Vergeblich. Manchmal zerfloss ich in Tränen. Allein, zusammengekauert auf dem alten Sofa, das mir als Bett diente. Jeanette, du bist zu hübsch und zu frisch für mich. Und du weinst Milchtränen. Du solltest zu deinen Eltern zurückgehen. Du bist nicht für mich gemacht. November 1917. Modigliani arbeitet mit ganzer Kraft an einer Serie von 31 Bildern, darunter 15 Akte, für eine Ausstellung, die allein ihm gewidmet ist. Sporowski hofft, dass sie seinem Künstler endlich den Durchbruch bringt. Für ihn sind Modiglianis Akte revolutionär, die Modelle sinnlich, beinahe erotisch. Der Maler verbirgt ihre Arme,
Die Beine sind abgeschnitten. Der Blick wird auf das Geschlecht der Frau gelenkt. Dezember 1917, der große Tag. Amadeo und Jeanne eilen zur Eröffnung. Es ist der Moment, auf den er seit Jahren gewartet hat. Die Ausstellung findet in der Avantgarde-Galerie von Bert Weil statt. Die ganze Pariser Kunstszene ist da. Jeanne ist stolz. Aber es gibt Anzeigen wegen Verstoßes gegen die guten Sitten. Modiglianis Akte schockieren. Diese Nackten haben Schamhaare, empört sich ein Polizeikommissar. Die beanstandeten Bilder müssen abgehängt werden. Eine Demütigung für Modigliani. Er schäumt vor Wut. März 1918. Paris wird von deutschen Kanonen beschossen. Jeanne und Amadeo verlassen die Hauptstadt und fahren nach Südfrankreich. Sporowski hat Geld aufgetrieben, um die Reise zu bezahlen. Jeanne zeichnet wie immer das Alltägliche. Und mehr denn je ist sie sich der Leere bewusst, in die sie zu stürzen droht. Nizza bedeutet für das Paar das Versprechen eines neuen Anfangs. Amadeo hat sich in den Kopf gesetzt, seine Bilder an begüterte Touristen zu verkaufen. Jeanne zeichnet sich mit Amadeo auf einer Bank, wie an ihrem ersten Tag. Sie ist schwanger. Als Mann ist Amadeo glücklich. Als Künstler bedauert er, dass seine Muse ihre Silhouette verliert. Er malt Jeanne mit rundem Bauch und einem Doppelkinn. In Nizza wollen die Liebenden die Chance ergreifen, das Licht des Südens in ihr Werk und in ihr Leben strömen zu lassen. Sie mieten sich in der Oberstadt ein. Da kündigt sich Jeannes Mutter an. Sie will bei ihrer Tochter sein, wenn das Baby kommt. Jeanne zeichnet das neue Idyll zu dritt in leuchtenden Farben. Aber nach einigen Wochen platzt Amadeo der Kragen. Jeannes Mutter wird immer öfter zum Ziel seiner Wutanfälle. Die Dreisamkeit wird zum Albtraum. Modigliani zieht in ein Hotel. Hier ist er fern von den Tumulten und seiner Besessenheit für Jeanne. Er versucht sich an Landschaften. Drei Bilder entstehen, die einzigen, die er je im Freien gemalt hat. Seine Farben werden heller, aber er behält das vertikale Format seiner Porträts bei. Ein augenzwinkernder Verweis auf seine Fixierung auf die menschliche Gestalt. November 1918. Jeanne bringt ein kleines Mädchen zur Welt. Amadeo rennt durch die Straßen und brüllt jedem ins Ohr, dass er Vater geworden ist und dass die kleine Jeanne heißt wie ihre Mutter. Aber er findet seine Papiere nicht. Jeanne begreift, dass er das Kind nicht anerkennen wird. In Nizza kann Modigliani durchatmen. Seine Krankheit lässt ihm ein bisschen Ruhe. Doch er begreift, das Malen im Freien erstickt seine eigentliche Kunst. Er verkauft immer noch nichts. Paris, Juli 1919. Amadeo und Jeanne erkennen ihr Viertel nicht wieder. Viele glücklose Künstler wie Soutine haben die Hauptstadt verlassen. Für andere wie Picasso ist die Zeit der Not vorbei. Modiglianis altes Montparnasse existiert nicht mehr. Die Liebenden finden ein neues Atelier. Das Leben scheint wieder wie früher. Aber da ist die kleine Jeanne. Tatsächlich sind Amadeo und Jeanne weder finanziell noch psychisch imstande, ein Kind großzuziehen. Nach einigen Monaten sind die beiden gezwungen, die Kleine in Pflege zu geben. Es zerreißt ihnen das Herz,
Aber es ist auch das Eingeständnis, dass es in ihrer Beziehung keinen Platz für wen auch immer gibt. In seinem Bild Mutterschaft malt er Jeanne, wie sie ihre Tochter hält. Ganz in Schwarz, mit ernstem Gesicht ähnelt Jeanne einer Madonna, die um das tragische Schicksal ihrer Familie weiß. Sie zieht sich in die Stille zurück, eingeschlossen in ihre Depression. Sie malt sich so, wie sie ist. Das Gesicht rund, die Lippen wulstig. Keine Spur mehr von der gelenkten Erscheinung der Visionen Modiglianis. Und doch ist sein Einfluss unübersehbar. Sie malt sich auf seine Art, mit nur einem Auge. In einer ihrer Zeichnungen sieht sie sich mit durchbohrtem Herzen in ihrem Blut liegen. Der Tod als Erlösung. Jeanne ist wieder schwanger. Amadeo verspricht, sich zu bessern. Ein neues Leben in Italien, in der Sonne, mit der kleinen Jeanne und dem Baby. Er glaubt daran und unterzeichnet in Gegenwart von Zeugen eine Heiratsverpflichtung. Ich verpflichte mich heute, am 7. Juli 1919, Mademoiselle Jeanne Hébuterne zu heiraten, sobald die Papiere eingetroffen sind. Im September stellt Modigliani in London aus, dann auf dem Pariser Herbstsalon. Zum ersten Mal werden seine Bilder positiv aufgenommen. Er hat erreicht, wonach er immer gesucht hat: die Reinheit der Formen und der Gesichtszüge. Mehr denn je arbeitet Modigliani wie ein Bildhauer. Entfernt alles Unnötige, Überflüssige, um zur Tiefe des Seins vorzudringen. Er ist stolz. Er schneidet die lobenden Besprechungen aus den Seiten der Zeitungen und schickt sie seiner Mutter nach Italien. Das Echo auf seine Arbeiten ist vielversprechend, aber die Anerkennung kommt zu spät. Modigliani ist 36 Jahre alt, sein Gesicht aufgedunsen von einem Leben der Exzesse. Dann das Todesurteil. Hirnhautentzündung infolge seiner Tuberkulose. Er kann sich kaum noch aufrecht halten, er spuckt Blut. Nichts bringt ihm Erleichterung. Nicht der Alkohol, nicht die Drogen und auch nicht Jeannes Liebe. Er schließt sich tagelang ein. Er deliriert. Er ruft nach seiner Mutter. Jeanne hält seine Hand. Sie weiß, dass es ihre letzten gemeinsamen Momente sind. Noch einmal schleppt sich Amadeo zu seiner Staffelei und malt dieses Selbstbildnis. Er stellt sich ins Zentrum der Leinwand, im Profil mit seiner Palette. Die Fläche hinter ihm ist leer. Als wolle er sagen, dass Amadeo, der Mensch, sterben kann, aber dass der Maler Modigliani ewig leben wird. Am 24. Januar stirbt er im Krankenhaus. Jeannes Eltern weigern sich, das Balg des kleinen Juden, wie sie ihn nennen, aufzunehmen. Sie sind lediglich bereit, ihre Tochter bei sich wohnen zu lassen. Ihr Bruder André kümmert sich um sie. Er weiß, dass sie gefährdet ist. In der Nacht wartet Jeanne, bis alle schlafen. Dann steht sie auf, öffnet das Fenster und stürzt sich aus dem 5. Stock. Als sich die Nachricht von Modiglianis Tod verbreitet, explodieren die Preise für seine Bilder. Nackte Liegende, das Bild, das den Skandal in der Galerie Vale ausgelöst hat, gehört heute zu den teuersten Gemälden aller Zeiten. Leopold Sporowski macht ein Vermögen mit Modiglianis Bildern, bis er im Börsenkrach von 1929 alles wieder verliert.
1930, 10 Jahre nach ihrem Tod, sind Jeanne und Amadeo wieder vereint. Die Familie Hébuterne hat endlich zugestimmt, dass ihre Tochter an der Seite des Mannes, den sie liebte, beigesetzt wird. Ihre Tochter, die kleine Jeanne, wird von Modiglianis Schwester adoptiert. Jeannes Werk bleibt jahrzehntelang verschollen. Erst nach dem Tod ihres Bruders 1992 werden ihre Bilder in einem Keller entdeckt. Erst da erfährt die Welt, dass Modiglianis Muse auch eine große Künstlerin war.